Dedelic. Hallo und herzlich willkommen zurück hier, aua, bei einem neuen Let's Play. Ja, Lucius haben wir jetzt beendet. Total spannend, der unglaubliche Twist am Ende. Und deshalb spielen wir jetzt ein neues Spiel, was sehr lustig wird. Deponia, ich wollte eigentlich ein anderes Spiel aufnehmen, aber das denkt sich irgendwie, oh nö, heute nicht. Deswegen fangen wir jetzt mit Deponia an, genau. Nicht mehr lange reden, wir fangen jetzt einfach an. Neustart. Wähle deinen Inventarmodus. Inventar per Klick, Inventar per Mausrad. Lassen wir uns von diesem Schild hier nicht beirren. sieht ja cool aus. 1, 4 und 8. Alles klar. Ja, fangen wir mal mit der 1 an. Kuwak. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Fängt auf jeden Fall schon mal sehr cool los. Was? Sehr cool los. Fängt auf jeden Fall schon mal sehr cool an. Einen Wenzel, warte. Wenzel. Ich kenne einen Wenzel. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Sehr cool. Wie man jemanden anspricht, wie man ein Objekt ansieht. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Mit dem Zungensymbol arbeiten wir. Ein Yin. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst. Okay, also mit rechts kann ich es mir angucken, mit links kann ich sie einsammeln. Okay. Ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Hey, da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Na klar, also hier... Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Ich habe kombiniert. Oh mein Gott! Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Mein Beeindruckend. Gott! Und das meine ich ernst. Es passt. Oh, oh, als nächstes musst du... Geh weg, du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Dieses Ding soll ich also reparieren. Lass es, lieber Rufus. Das wird doch eh nichts. Ich weiß, für einen Laien mag die Situation unmöglich aussehen. Aber wie du weißt, ist unmöglich mein zweiter Vorname. Ich krieg das Kind schon gebacken. Alles klar. Oh, Poki.
ein freundliches Hussa und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Wir haben eine Edition eines unserer Spiele mit einem Entwicklerkommentar veröffentlicht und du bist einer der stolzen Käufer und deswegen, ja, kann ich dir auch ein paar Sachen über unser Spiel erzählen. Und zwar in diesem Falle ist es Deponia, der erste Teil der gleichnamigen Trilogie. Und da du die Version mit dem Entwicklerkommentar hast, hast du natürlich auch gleich die nächsten beiden Teile gleich mitgekauft. Das war ein sehr schlauer Zug von dir. Bevor wir aber richtig loslegen, kriegst du hier etwas ganz Besonderes, und zwar ein kleines Tutorial. Ich bin mir sicher, du weißt ja wahrscheinlich, wie man ein Point-and-Click-Adventure spielt. Wenn du es nicht weißt, dann wirst du hier auf eine kurze und amüsante Art und Weise noch einmal in die grundlegenden Mechaniken eingeführt. Ich hoffe, es macht dir auch tatsächlich Spaß. Falls ich vergessen habe, mich vorzustellen, mein Name ist übrigens Poki oder Jan-Müller Michaelis, aber Poki, du kannst mich ruhig duzen, wenn du mich ansprichst. Du wirst mich im Laufe der Trilogie halt noch das ein oder andere Mal zu Gesicht bekommen, beziehungsweise mein Comic-alter Ego. Ich greife nämlich im Laufe des Spiels hin und wieder zur Gitarre und fasse die Ereignisse ein wenig zusammen mit einem weiteren fröhlichen Hussa auf den Lippen. Und natürlich kannst du mich auch in fast jedem Raum wieder anklicken und dann erzähle ich dir etwas über die Produktion von Deponia, die ja tatsächlich über sehr viele Jahre angedauert hat. Nicht ganz so lange natürlich, wie ich hier spreche, aber fast genauso lange. Also, viel Spaß. Cool. Also, Poki wird uns quasi in jedem Zimmer etwas erzählen. Also, soweit ich den sehe und nicht verpenne, werde ich ihn noch immer schön drauf anklicken. Deswegen werden wir jetzt hier nochmal gucken. Knopf. Rufus? Einen Tipp hätte ich dann noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Ach, ich liebe Tutorials. Der Junge macht mich fertig. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Hussa, er muss dann mal weg. Und Poki lassen. Seine Lieder sind echt geil. Finde ich cool. So. Errungenschaft freigeschaltet. Karabelgruppe. Poki! Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Cool. Oh, das ist ein... Cool. Alles klar. Interessant. Poki! Ja, und da wären wir dann auch schon im ersten Raum zu Beginn des Spiels. Hier lernen wir natürlich gleich unseren Rufus kennen. Das heißt, ich möchte auch gar nicht zu viel darüber selber sagen, weil ihr sollt euch das ja selber erspielen. Gerade bei Deponia habe ich den Anfang noch sehr klassisch gestrickt. Das heißt, ihr müsst euch sehr viele Informationen über Rufus, über die einzelnen Interaktionen, davon gibt es eine ganze Menge und es ist auch gar nicht so einfach. Mittlerweile bei den späteren Teilen haben wir immer ein viel einfacheres Spielerlebnis am Anfang mit reingebracht, damit ihr einen schnelleren Einstieg habt. Aber hier ist es noch eher ähnlich wie bei Enderbricht aus, dass ihr noch, bevor es denn so richtig losgeht, schon mal in die Spielmechanik eingeführt werdet, indem ihr ordentlich puzzeln dürft und Rätsel raten dürft.
Da ihr aber jetzt hier schon mal diesen Entwicklerkommentar angeklickt habt, freue ich mich, euch verraten zu dürfen, dass wir tatsächlich auch Rufus hier dazu überreden konnten, mit ins Studio zu kommen. Hallo Rufus. Hallo Poki. Ja, dieser Screen, der muss ja bei dir eine ganze Reihe von Erinnerungen wecken. Aber wie gesagt, der Spieler soll es ja jetzt erstmal selbst für sich herausfinden, wo er denn hier ist und was er zu tun hat. Deswegen möchte ich dich lieber was ganz anderes fragen. Und zwar, du wurdest ja für das Spiel von dem Monty Arnold gesprochen. Ob du denn der Meinung bist, dass das eine gute Wahl für diese sehr, sehr wichtige, große Aufgabe war? Ja, also, ich habe gehofft, dass du das nicht fragst. Also, vorweg, ich kenne den schon sehr lange, Monty, wir sind so befreundet. Ich meine, er hat bestimmt auch nichts dagegen, wenn ich das sage. Also, ich mag ihn privat fürchterlich gerne. Wir haben viel durchgemacht. Wir haben uns kennengelernt, als ich gerade aus Algerien kam. Ich hatte ja dort Pech gehabt und wir sind uns in der Schweiz in einem Zugabteil. Das würde jetzt auch zu weit führen, aber naja, ob er der Richtige für die Rolle ist, ich glaube, da möchte ich nichts zu sagen. Das ist ja auch eine enorm große Rolle und auch eine entsprechend große Verantwortung, halt dein beachtliches Lebenswerk als Sprecher zu interpretieren, richtig? Chaplin hat ja immer davon geträumt, mal einen Napoleon-Film zu machen. Hat es dann nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil man Napoleon eben nur vertreten, aber nicht ersetzen kann. Ich glaube, so ähnlich ist es hier auch. Große Töne, hört, hört. Okay, also was können dann, schauen wir mal, was können wir hier machen? Gucken. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ah, okay, da koche ich also das Gleiche. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Alles klar, was haben wir hier? Das ist der Koffer. Es wird wirklich Zeit, dass ich hier verschwinde. Alles klar, hier ist noch ein Stuhl, ein Schuh. Ah, da ist ja meine Liste. Liste! Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Ja, einen Seitenschneider muss man ja immer dabei haben. Aha. Achso, okay, das zeigt einfach auf, was wir quasi geschafft haben. Okay. Dann zum Wohnbereich. Schweißbrenner, Öldose, Truhe. Mach mal die Truhe auf. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Oh. Dann eine Öldose. Schweißcreme. Jetzt echt? Alles klar. Nehmen wir einfach mal alles mit. Wir sind scheinbar auch ein bisschen kleptomanisch veranlagt. Kein Ding. Alte Fluchtpläne. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Naja, mal den Wohnbereich. Ach, das sieht nach Toilette aus. Toilettentür, wer sagt's denn? Hausapotheke. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Oh. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Nein, warum hat der bei uns eine fucking Hausapotheke und den Schlüssel dazu? Das ist doch voll bescheuert. Was ist das denn? Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Uah. Boah, was für eine Plörre. What the hell? Okay, Zahnbürste, go, go. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. What the hell? Oh, Seitenschneider. Waschmittel. Superle. Sie verspottet mich. Na, warte. Was? Schnapp sie dir. Zack, zack. Put, put, put. Komm zu Papa. Jesus. Mist. Ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Jesus. Das ist voll creepy. Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Oh. Alles klappt. Hinter Tonis Hütte, Tonis Zimmertür. Wo geht's hier so lang? Spüle.
Noch mehr Plörre. Nom 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 nom. Ih. Topf mit Wasser. Mistige Memo. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lass es mal drauf ankommen. Okay, das Spiel ist schon mal schön, eine zickige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ob ich da Proviant für meine Reise finde? Das ist ein fucking Kühlschrank, mach auf! Oh, das ist eine Socke, cool. Was macht die? Ich will es gar nicht wissen. Das ist ein Mantel? Brauchen wir einen Mantel? Schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Cool. Jetzt haben wir hier... Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Ja, du hast das doch hier... Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Hm. Ja, Bonn halt nicht, ne? Soll man Kaktus noch mitnehmen? Die Zahnbürste macht mich kirre. Vollgekrümeltes Sofa, da ist ein Ofen. Lass mich raten, da ist noch irgendein Schmarrn drin. Nö. Ja, weg da. Oh, das ist eine nervige Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Boah. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Was zur Hölle? Das. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Das. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Was ist denn das, wenn das fertig ist? Was machst du da? Das ist... Hä? Was war das? Die Katze hat mich mit irgendwas beschmissen, aber ich sehe es gerade nicht. Hose weg! Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Ja. Okay. Wir haben keinen Hebel, alles klar. Da ist die Zahnbürste, die uns mobbt. Können wir die irgendwie anlocken mit einer Socke oder so? Vielleicht können wir die ja mit einer Socke verprügeln. Da, hier. Schnapp sie dir! Go, go! Woo! Ob ich hier die zweite Socke finde? Da. Ob ich hier die zweite Socke finde? Ach, du bist doof. So, dann gucken wir mal hier. Postmenstru. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Jo. Mach endlich das Bad sauber. No, das könnte ihr so passen. Ach, Chainsaw. Du bist ein Arsch. Ja. Schmeiß mein Geldbeutel runter. Läuft. Katze ist ja nicht so schon teuer genug. Ja. Was ist das? Geil. Das ist ein Schuh. Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, Wolf. Die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Was? Eine heftige Memo. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Na klar, go, go, lass uns reingehen. Ich will da rein. Ach, Mann. Oh, die Zahnbürste. Kann man die nicht irgendwie sich schnappen? Put, put, komm zu Papa. Warte doch, schnapp sie dir. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Wer will überhaupt diese Zahnbürste einfangen? Das ist gruselig. Ich will die nicht einfangen. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Nein. Öl ins Feuer zu gießen gehört nicht zu meinem Fluchtplan. Was? Aber es ist ein integraler Bestandteil von Plan B. Ach so, alles klar. Wir hätten ja quasi einen Behälter. Hätten ja auch Waschmittel. Da, guck mal.
können ja mal Waschmittel in die Ecke kippen. Da. Warum sollte ich da putzen? Da ist es doch eh dunkel. Ja und? Dann hier, Waschbecken. Das muss noch nicht sauber gemacht werden. Das sage ich Toni bereits seit Monaten. Das ist ekelig. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Machen wir den Ofen auf. Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz mehr dafür ist. Hier kamen mir immer die besten Einfälle. Außerdem findet man immer ein paar Essensreste in den Ritzen. Hier, Altöl. Öl ins Feuer zu gießen gehört nicht zu meinem Fluchtplan. Aber es ist ein integraler Bestandteil von Plan B. Ach, komm schon. Zahnbürste verarscht mich. Auf damit. Auf damit! Kann ich irgendwie was kombinieren? Ich hab hier Waschmittel. Zahnschnell. Ein Handschweißgerät, eine Altöldose, ein Topf mit Wasser, eine Gabel, eine Socke, noch eine Socke und einen Haufen Zettel. Irgendwas habe ich schon übersehen. Ich bin der Meister im Übersehen, das wissen ja alle. Raus darf ich noch nicht. Zahnbürste will mich nicht. Oh, vielleicht kann ich die mit Wasser anlocken. Guck mal, hast du Durst? Warum sollte ich da putzen? Da ist es doch eh dunkel. Ich will gar nicht wissen, welche Tiere da inzwischen leben. Das ist ja unheimlich. Ich mag kein sauberes Werkzeug. Das sieht dann immer so aus, als würde man nicht arbeiten. What the hell? Ja, Gabel. Schnapp sie dir. Ich bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Du sollst es auch nicht Appetitliches finden, sonst würde Zahnbürste fangen, auf die, wo du unbedingt haben willst, warum auch immer. Kissen. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Okay, nehmen wir mal die Socke. Jetzt habe ich Socken in drei verschiedenen Farben. Was soll das werden? Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schade nur, dass der Topf nicht kocht. Jetzt stell dich nicht so an. Hier, Waschmittel. Das Waschmittel soll angeblich auch Ölflecken rausbekommen. Hä? Wer braucht denn sowas? Das Waschmittel soll angeblich auch Ölflecken rausbekommen. Hä? Wer braucht denn sowas? Ja, schon irgendwie total abwegig, Ölflecken rausbekommen zu wollen. Kannst du ja eigentlich noch an den... Denken wir doch mal total abwegig. Vielleicht muss ich das... Aber der will ja nicht sauber gemacht werden, jetzt bin ich verwirrt. Da ist ein Schuh. Schöner Schuh. Alles, was mir mein Vater vermacht hat, ist diese dumme Holzkiste. Und dann hat er Deponia verlassen. Ohne mich. Oh. Also war einer ziemlich giftig. Sei froh, dass dir dein Vater überhaupt was vermacht hat. Meiner hat mir nichts vermacht. Wird mir höchstens noch sonst was vermachen, wenn ich ihn wiedersehen würde. Bist du wenigstens noch nicht scharf drauf. Toilettentür. Ne, komm, lass los. Da dürfen wir ja nicht rein. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich noch... Jetzt ist da nur... Ah, okay, man kann es doch wegklicken. Ja, alles klar. Wie kriegen wir das, diese blöde Zahnbürste? Ist doch kacke. Ich hoffe, dass mein Mikro übrigens nicht rauscht. Das wäre das nämlich sehr ärgerlich. Vollgekrümeltes Sofa. Die gute alte Couch. Schade, hier kann... Außerdem findet... Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan gewesen. So. Ich glaube, der Topf gehört auf die Herdplatte. Ich habe das mal bei Toni gesehen. Wo ist denn der Herd? Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Jesus. Können wir die Socke im Waschbecken putzen? Ich glaube nicht, dass dann noch eine Socke versteckt ist. Wer weiß? Oh, den Kühlschrank wieder zu. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Alter, Junge, du bist der Hammer.
vielleicht. Die gute alte Couch. Nein, ich schade, dass die hier außerdem. Ich klicke mal auf die falsche Taste. Hier, Schweißgerät, Handschweißgerät. Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Oh, da haben wir genug. Wie wär's mit Hand? Mit den Zetteln. Da. Und rein damit. Jawohl. Läuft. Und jetzt brauchen wir noch Feuer. Ja, natürlich, so mache ich auch. Das mache ich auch immer so. Und dann den Topf mit Wasser. Ach, das ist der Herd. Aha. Okay. Und da. Ach du Schande. Hexenküche. Ich glaube, eine Socke von denen verändert. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. So. Noch eine Socke. Und noch eine Socke. Okay. Und rühren. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber okay. Wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Jesus! Sockenpaar. Cool. Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Die Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Na klar, ab in die Trinkwasserversorgung. Muss die Trinkwasserversorgung. Und weg damit. Jawohl. Arr. So, jetzt haben wir eine leere Dose. Und ich kann jetzt hier das... Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Rezept. lecker. Nom, 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 nom. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Unbedingt. Bah. Okay, jetzt haben wir das Proviant, das Sockenpaar, die Zange. Jetzt müssen wir uns nur noch um die widerspenstige... Autsch! Verdammt. Das ist ja heiß. Ach, sag an. Sag an, Kindchen. Sitzt du jetzt schon wieder? Spiel mit was Giftiges. Spiel mit dir selbst. Wie krieg ich jetzt diese blöde Zahnbürste da wieder raus? Ich hätte hier einen Seitenschneider. Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Das ist ein Pömpel. Ich hab den ja gar nicht gesehen. Uff, der Pömpel fertig. Schluss. Pömpel. Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Ich will ja auch nicht die Ecke. Ich will, dass du da dir die... Da. Die Zahnbürste snackst. Wahnsinn. Können wir die mit Essen anlocken? Das wäre ein super Köder. Aber ohne Falle total verschwendet. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst mühsam aus den Couchritzen gepult. So viel habe ich schon seit Jahren nicht mehr für was zu essen gearbeitet. Keine Chance. Das Zeug... So viel habe ich... Ich mag meine Wasabi roh. Ist so ein Tick... Noch was von der Liste. Ich komme doch ganz gut voran. So, wie können wir die jetzt... Also die Tür zu... Wenn das genauso selten geputzt wird wie das Waschbecken, wir wissen, wie es da drin riecht. So, was mache ich denn jetzt? Warte mal. Was denn? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Natürlich. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Ja, ja. Wir können ja das Feuer hier... okay, wir haben jetzt hier das da, den Pumpen. Warum denn nicht? Waschbecken. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Wo ich doch so gerne pömple. Der Satz klingt so falsch. Ich bin so ein schöner Pömpel. Ich pömpel so gerne. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Schon irgendwie geht der gar nicht. Was überhaupt, Toni? Was ist die überhaupt? Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Ja, das haben wir schon gehabt, dass du gerne pömpelst.
Wie kriegen wir da jetzt die blöde Zahl? Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch mache. Da ist doch sowieso nichts drin, du Spacken. Wahnsinn. Mal wieder. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Ah, warte. Pumpe? Kammer? Uftata? Jawohl. Mauseloch. Jawohl. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als meiner. Jetzt kann das Mistvieh was erleben. Die Zahnbürste, alles klar. Dann schnappen wir uns jetzt die Zahnbürste. Warum auch immer, die wir jetzt immer noch haben wollen. Put, 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 komm zu Papa. Abschi. Die wird ganz schön leiden beim nächsten Zähneputzen. Ah! Igitt! Die will die noch zum Zähneputzen benutzen, ist ja eklig. Ja, es fehlt nur noch etwas. Probier Seitenschneid, Zahnbürste, ein paar Socken und das war's. Alles klar, na gut, dann tun wir das erstmal rein. Die Socken. Socken? Check. Widerspenstige Zahnbürste, die ich sicher nicht mehr benutzen würde. Zahnbürste? Check. Proviant? Check. Alles klar. Darf ich jetzt hier... Seitenschneider, warum auch immer. Check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Wo ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Ja, wer weiß. Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen. Ich hätte ihn mitgenommen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey, Rufus, spar dir die Kraft für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet.